Inzwischen sind 3 Jahre vergangen, seit wir den ersten Teaser zu Test Drive Unlimited Solar Crown gesehen haben. Und nach einer langen Zeit der Spekulation wissen wir nun noch endlich, wie das Spiel aussehen wird. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben nun endlich sowohl einen neuen Ingame-Trailer, als auch eine halbe Stunde an Multiplayer-Gameplay, in dem wir die Hauptquartiere der beiden Clans, Teile der Spielwelt und sogar ein erstes Rennen sehen. Und nicht nur das, nach der Premiere hat außerdem einer der Gäste exklusives Gameplay geteilt und einige Fragen beantwortet. Alle neuen Infos und meine Meinung dazu erfahrt ihr in diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Zum Ingame-Trailer lässt sich insgesamt nur recht wenig sagen, deswegen fangen wir damit direkt an. Optisch gefällt mir der Trailer wirklich richtig gut. Grafik, Fahrzeugmodelle und Lichteffekte machen wirklich einen soliden Eindruck, wobei die Grafik an manchen Stellen etwas zu wünschen übrig lässt, dazu komme ich aber später noch. An ein paar Stellen können wir außerdem die Fahrzeuge aus der Innenperspektive sehen, wobei auffällt, dass der Detailgrad hier wirklich beeindruckend ist. Außerdem wird hier nochmal der Kontrast zwischen Großstadt- und Offroad-Straßen hervorgehoben und besonders in diesem Punkt bin ich wirklich extrem gespannt auf die Spielwelt. Wir sehen außerdem ein paar neue Autos, aber zu der Fahrzeugliste will ich demnächst nochmal ein separates Video machen, deswegen gehe ich hier nicht darauf ein. Das war's aber im Grunde schon zu dem Trailer, deswegen schauen wir uns als nächstes das Gameplay-Material an. Zu besagter Gameplay-Premiere haben sich die Entwickler ein paar Gäste eingeladen, darunter die beiden YouTuber Black Panther und Alex7. Letzterer hat übrigens im Nachgang auch noch zusätzliches Gameplay veröffentlicht und generell kann ich euch seinen Kanal sehr ans Herz legen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Legen wir also los. Wir starten im Solar Hotel in einem der unteren Zimmer, das heißt, wenn wir uns immer weiter nach oben arbeiten, werden also auch die Zimmer immer luxuriöser und dort sehen wir einen großen Bildschirm. Darauf sehen wir einige Infos wie etwa Uhrzeit und Wetter, aber auch die Daily Challenges, es wird also offenbar jeden Tag neue Herausforderungen geben und wir sehen unsere Driver Card mit unserer Reputationsstufe und unserem Clan Level. Ganz rechts sehen wir dann noch einen Kalender, der vermuten lässt, dass es wöchentliche Möglichkeiten gibt, sich mit dem jeweils anderen Clan zu messen. Aktuell ist ein Frim Battle an der Reihe. Frim heißt Free Ride Instant Money und bedeutet, dass wir in der freien Fahrt durch gefährliche Manöver, also enges Überholen, Sprünge und Drift Geld verdienen können. Und der Clan, der dann insgesamt mehr Geld durch Frim verdient hat, gewinnt dann offenbar die Challenge. Abgesehen davon haben wir durch den Bildschirm übrigens eine ziemlich coole Aussicht auf die Stadt. Danach geht es runter in die Lobby, wo man andere Spieler treffen kann und mit diesen Teams bilden kann, was ich ebenfalls ziemlich cool finde. Und danach geht es in die freie Fahrt auf dem Weg zum Hauptquartier der Streets. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Thema, nämlich zur Spielwelt. Mir persönlich gefällt die Spielwelt auf den ersten Blick wirklich richtig gut. Der Detailgrad ist wirklich sehr hoch und durch einen kleinen Blick auf die Karte sehen wir, dass es dort auch wirklich sehr viel zu entdecken gibt. Wir sehen hier unter anderem einige Autohändler, darunter Lamborghini und italienische, amerikanische, britische, klassische und Offroad-Händler. Ich muss sogar sagen, dass mich die Atmosphäre der Stadt fast schon ein bisschen an Bayview aus Need for Speed Underground 2 erinnert, was tatsächlich eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten ist. In dem Video von Alex7 erfahren wir übrigens, dass der Straßenverkehr je nach Tageszeit sehr verschieden sein soll. In der Nacht ist relativ wenig auf den Straßen los, aber morgens und nachmittags sollen die Straßen sehr voll sein. Apropos Straßenverkehr, die Autos, die in der Stadt fahren, sind mindestens zum Teil echte lizenzierte Fahrzeuge, was ebenfalls sehr zur Immersion beiträgt. Wir sehen in der Spielwelt übrigens einige Parkplätze und Parkgaragen. Es kann also sehr gut sein, dass man sich dort mit anderen Spielern treffen kann, sich dort die Autos der anderen Spieler anschauen kann und so weiter. Besonders gut gefällt mir übrigens, dass nun nicht wie in Test Drive Unlimited 2 fast alle Gegenstände massiv sind, seien es kleinere Steine, Zäune, Büsche, Laternen und ähnliches, was wirklich immer sehr nervig war, sondern wir können hier tatsächlich relativ sorglos durch die meisten Dinge durchbrettern. Wir sehen hier außerdem nochmal sehr schön die Vielfalt der Spielwelt. Wir können die Autobahn nehmen, wir können durch schmale Gassen fahren oder wir können kurvige Landstraßen und Offroad-Wege nehmen. Die Grafik des Spiels wurde in den letzten Tagen öfters mal kritisiert, allerdings kann ich hier nicht wirklich zustimmen. Sowohl die Spielwelt als auch die Autos und vor allem die Innenräume, etwa im Solar Hotel oder in den Clan-Hauptquartieren, sehen, finde ich, richtig gut aus. Auch die Innenräume der Autos sind wirklich richtig detailliert und man sieht sogar kleine Details wie etwa die Blinker. Was mir persönlich noch nicht so gut gefällt, sind die Charaktere, die grafisch doch noch etwas zu wünschen übrig lassen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, was wir hier sehen ist frühes Alpha-Gameplay und gerade an den Charakteren wird in der Regel gerne nochmal einiges verbessert, wie wir beispielsweise sehen, wenn wir den ersten und den neuesten Starfield-Gameplay-Trailer miteinander vergleichen. Ach ja, und übrigens, das Spiel wird auch in 4K laufen, dass die Premiere nur in 180p lief, liegt tatsächlich an den YouTube-Begrenzungen. Wo ich etwas zwiegespalten bin, ist die Fahrphysik. Hier muss ich sagen, dass ich das natürlich erst beurteilen kann, wenn ich das Spiel selbst gespielt habe, aber ein paar Dinge sehen hier etwas
komisch aus. Es fällt auf, dass alle Teilnehmer des Showcases sehr häufig Unfälle bauen, was befürchten lässt, dass sich die Fahrzeuge nicht so gut steuern lassen. Allerdings sagt Alex Seven in seinem Video dazu, dass die Fahrphysik zwar anspruchsvoll, aber sehr belohnend und realistisch sei und außerdem, dass auch an der Fahrphysik nach wie vor gearbeitet wird. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass das Spiel von Kiloton entwickelt wird und ich denke mal, wenn die irgendwas gut können, dann eine gute Fahrphysik zu machen. Es sieht auch so aus, als könnte man nun endlich vernünftig driften und diese Drifts auch länger halten, was in Test Drive Unlimited 2 so gut wie gar nicht möglich war. Woran die Entwickler aber definitiv noch arbeiten sollten, ist die Crash-Physik. Denn wie die Fahrzeuge sich hier verhalten, sieht wirklich alles andere als realistisch aus. Und damit meine ich nicht das leichte optische Schadensmodell, was ich durchaus in Ordnung finde, sondern wie die Fahrzeuge sich hier verhalten. Das sieht für meine Begriffe sehr unnatürlich aus und wirkt eher wie Autoscooter. Es scheint mir in dieser Hinsicht fast, als hätte man das Spiel hier nicht gerade von seiner besten Seite präsentiert, denn wir sehen hier nicht so gut, wozu die Fahrphysik alles fähig ist. Vielleicht wäre zusätzlich ein 2 Minuten langer Clip davon, wie jemand beispielsweise perfekt über eine Bergstraße driftet, gar nicht schlecht gewesen. Was ich allerdings sehr gut finde, ist das Geschwindigkeitsgefühl. Auch das war in Test Drive Unlimited 2 eher mangelhaft und man musste schon mindestens die 300 km/h überschreiten, damit es sich schnell anfühlt, aber hier wirken tatsächlich schon deutlich niedrigere Geschwindigkeiten sehr schnell. Man sieht an einer Stelle übrigens, dass man sein Fahrzeug an den Tankstellen reparieren und sauber machen kann, das heißt ein Benzinsystem wird es auf jeden Fall nicht geben, aber ich finde, das hier ist auch eine gute Lösung. Was außerdem sehr gut ist, sind die Motorengeräusche der Autos. Nicht nur klingen diese sehr realistisch, sondern sie verändern sich auch, wenn wir unser Fahrzeug tunen. Apropos tunen, wenn wir Offroad-Reifen oder Straßenreifen und was es sonst noch so gibt an unser Fahrzeug anbringen, ändert sich auch die Textur der Reifen, das heißt hier gibt es nicht nur einen Unterschied in Bezug auf das Fahrverhalten, sondern auch auf die Optik. In den Workshops kann man übrigens live beobachten, wie andere Spieler ihre Autos verändern. Außerdem gibt es verschiedene Menüräder, wenn man das mal so nennen kann, mit denen wir wirklich eine Menge machen können. Das erste bezieht sich auf unser Auto und hier können wir das Abblendlicht, Warnblinker, Scheibenwischer und unsere Blinker ein- und ausschalten und wir können unsere Fenster und wenn wir ein Cabriolet fahren, auch unser Dach öffnen und schließen. Ich würde allerdings vermuten, dass es mindestens für die Blinker auch Shortcuts gibt. Dann haben wir noch das Sozialrad, ich nenne die Dinger einfach mal so, ich hoffe das passt schon, und hier können wir andere Spieler zu unserer Gruppe einladen, Freundschaftsanfragen senden, die Gruppe verlassen, andere Spieler melden und andere Spieler stummschalten. Es gibt also einen Voice-Chat, aber wenn wir die anderen nicht hören wollen, müssen wir das also auch nicht. Dann gibt es noch das Kommunikationsrad, womit wir spontane Challenges starten können und eben mit einzelnen Wörtern und kurzen Sätzen kommunizieren können. Es scheint also, als gäbe es keinen Chat, wo wir selbst hineinschreiben können. Und jetzt kommen wir zu dem Rad, auf das ich mich am meisten freue, nämlich das Radio. Ich liebe ja den Soundtrack von Test Drive Unlimited 2 und kann mit den Soundtracks von vielen modernen Rennspielen nicht viel anfangen, aber Test Drive Unlimited Solar Crown scheint hier tatsächlich einiges besser zu machen. Es gibt insgesamt ganze 6 Radiosender, die allesamt ganze 10 Stunden an Inhalt bieten. Ein Großteil davon wird sicherlich Musik sein, aber das Ganze wird auch wieder wie ein richtiges Radioprogramm sein, mit einem Moderator, erfundenen Werbungen, die zumindest in Test Drive Unlimited 2 immer ziemlich witzig waren und so weiter. Es gibt die Sender Hip-Hop Planet für Hip-Hop, logischerweise. Es gibt Absolute Club für elektronische Tanzmusik. Es gibt Indie-Rock, wobei fraglich ist, ob hier nur Indie-Rock oder auch Rock'n'Roll, Alternative und Metal laufen wird. Es gibt Classic Era für klassische Musik, World Music für Weltmusik, auch logischerweise. Und schließlich gibt es noch Retro FM. Ich fände es ziemlich cool, wenn auf diesem Sender Musik aus den 80ern und 90ern laufen würde, aber genau weiß ich das noch nicht. Ich bin also wirklich super gespannt auf den Soundtrack und glaube tatsächlich, dass dieser sehr vielversprechend ist. Nachdem wir das alles geklärt haben, schauen wir uns jetzt noch die Hauptquartiere der beiden Clans an. Das Hauptquartier der Streets ist ein großer Nachtclub, der wie ich finde recht cool aussieht, allerdings stehen auf der Tanzfläche nur NPCs, die leider alle gleich aussehen. Das sind natürlich nur Platzhalter und im fertigen Spiel wird das sicherlich nicht so aussehen, aber ich finde man hätte zumindest ein paar individuelle Charaktere hierfür designen können, da es doch sehr die Immersion zerstört. An der Wand sehen wir einen großen Bildschirm, an dem der Stand der aktuellen Challenge gegen die Sharps zu sehen ist. Hier muss ich generell sagen, auch in Bezug auf den Augmented Reality Screen im Hotelzimmer, dass ich es ziemlich cool finde, dass man relativ viel Menü in die echte Spielwelt integriert hat, sodass man nicht für alles Mögliche ein Menü öffnen muss und der Spielfluss dementsprechend nicht so oft unterbrochen wird. Außerdem kann man hier auch selbst tanzen, allerdings weiß ich nicht, ob so viele Spieler dieses Feature nutzen werden, aber es ist natürlich ein nettes Gimmick. Das Hauptquartier der Sharps finde ich wirklich richtig cool. Dieser sehr luxuriöse Ort ist voll von Kunst und die Innenarchitektur ist wirklich meisterhaft. Und wenn ich alleine schon die Reflexion des Lichts auf dem Parkettboden sehe, muss ich wirklich sagen, dass das Spiel grafisch durchaus gut aussieht. Offenbar kann man dort auch gewisse Preise einsammeln, obwohl ich noch nicht genau weiß, wie man diese freischaltet. Wir sehen auch, dass einige Personen hier eine Sprechblase auf dem Kopf haben, was wohl bedeutet, dass wir mit diesen
diesen NPCs reden können, was wahrscheinlich dann mit der Story zusammenhängt, oder aber diese NPCs haben kleinere Aufträge für uns. Und es gibt in den Hauptquartieren auch Garderoben, also entweder legen wir dort einfach unsere Mäntel ab oder wir können uns vielleicht sogar komplett dort umziehen. Im Sharps Hauptquartier gibt es außerdem einen Swimmingpool, was natürlich ebenfalls recht cool ist. Am Ende der Präsentation fahren alle Teilnehmer noch ein Rennen. Bevor es losgeht, können wir alle Autos der anderen Spieler anschauen, was mir ebenfalls sehr gut gefällt. Ansonsten gibt es zu dem Rennen allerdings nicht allzu viel zu sagen. Es scheint fast so, als könnte man seine Autos für verschiedene Kategorien tunen, denn hier tritt unter anderem ein Ford Raptor gegen einen Bugatti Chiron an, was natürlich in echt relativ unrealistisch ist. Ich vermute also mal, dass das Tuning-System relativ umfangreich ist. So, jetzt hätte ich fast eine wichtige Sache vergessen, und zwar wird das Spiel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, sondern es wurde auf das Frühjahr 2024 verschoben. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwann zwischen Januar und März 2024 erscheinen. Das ist natürlich erstmal schade, aber ich habe bei dem Gameplay durchaus das Gefühl, dass das noch ein bisschen Arbeit gebrauchen könnte. Deswegen finde ich die Entscheidung im Großen und Ganzen auch gut und richtig. Alles in allem muss ich sagen, die Präsentation war unterhaltsam und ich finde es sehr cool, dass man hierfür YouTuber eingeladen hat. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der optimale Weg war, um das Spiel im besten Licht zu präsentieren. Generell hätte man mehr Infos in die Präsentation packen können. Als beispielsweise Alain Janiou an einer Tankstelle vorbeifährt und dort sein Auto repariert, passiert das völlig kommentarlos und ich denke mir, im Rahmen der Präsentation hätte man solche Details deutlicher herausheben sollen. Generell muss ich sagen, dass die interessantesten Infos eigentlich aus dem Video von Alex7 stammen. Außerdem hätte ich gerne mehr zur Singleplayer-Kampagne gesehen, vielleicht einen kurzen Ausschnitt aus einer Cutscene oder ähnliches. Gut, man kann natürlich auch noch nicht das ganze Spiel herzeigen, aber im Großen und Ganzen hätte man das etwas besser machen können, denke ich. Dennoch war die Präsentation wie gesagt unterhaltsam und ich finde, dass das Spiel insgesamt sehr gut aussieht. Vielleicht kann die Grafik nicht ganz mit Spielen wie Forza Horizon mithalten, aber meiner Meinung nach kommt es darauf auch gar nicht an. Ich hoffe jedenfalls sehr, dass die Fahrphysik deutlich besser wird, als es in der Präsentation aussah, aber im Grunde bin ich auch da recht zuversichtlich. Und wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, dass es sich eben um eine Alpha-Version des Spiels handelt. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, was haltet ihr von dem Gameplay? Wie immer würde ich mich sehr freuen, eure Meinung in den Kommentaren zu lesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne einen Like da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Hier geht es jetzt weiter mit den letzten beiden Newslettern zum Spiel, also schaut gerne rein, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin!